So, guten Morgen hier zu diesem kleinen Vlog oder Mini-Vlog. Und ich habe mir mal gedacht, ich schnappe mal wieder die Kamera. Wir haben sowieso gerade ein bisschen neues Kamera-Equipment und teste das ein bisschen und nehme euch einfach mal so mit in so einen normalen Alltag hier bei mir. Ja, deswegen lasst uns mal durchstarten in den Tag. Ihr habt eben schon gesehen, ich war heute sehr früh wach. Ich glaube, 6 Uhr war es. Ein bisschen früher hat sogar schon der Wecker geklingelt. Und ich bin hier direkt rausgegangen surfen, weil heute bzw. gestern der Surfbericht gesagt hat, dass es unglaublich gut werden soll. Und das war es auch. Problem war nur, ich musste nach einer halben Stunde wieder raus, weil ich mir die Hand ein bisschen aufgeschnitten habe. Also hier sind super viele Steine vorne und man muss da auch echt aufpassen. Ich habe da auch immer so Reef Booties an. Das sind so 3 mm dicke Schuhe, damit man sich eben nicht die Füße aufschlitzt. Die trägt man sonst auch, wenn es sehr kalt ist im Wasser. Und dann bin ich rausgepaddelt und dann war da noch ein Stein unter mir und den habe ich so mit der Hand mitgenommen und dann habe ich mir so ein bisschen was aufgeschlitzt. Ich habe jetzt ein Pflaster drüber gemacht, damit das nicht blutet, weil der Schnitt ist nicht tief, ist medium tief, aber es blutet halt richtig doll. Und dann war ich da 10, 20 Minuten im Wasser und musste eben raus, weil hier sehr, sehr viele Haie sind. Jeffreys Bay ist in Südafrika unten an der Küste. Das nennt sich der Ort hier Jeffreys Bay. Sehr bekannter Surfort und hier gibt es halt auch viele Haiattacken und generell viele Haie. Eins zeige ich euch mal hier, das war von Mick Fanning vor 1, 2 Jahren oder so. Und genau hier ist natürlich einer der wichtigsten Sachen, dass wenn man blutet, dass man eigentlich schnellstmöglich aus dem Wasser wieder rauskommt und ja, eben nicht die Haie damit anlockt. Das heißt, ich bin natürlich direkt wieder raus und konnte die Surf-Session heute ein bisschen vergessen. Und jetzt sind auch super viele Leute draußen, vielleicht habt ihr das eben auch schon auf den Clips gesehen. Und es ist generell ein wichtiger Part meiner Morgenroutine geworden. Ich finde, durch so eine Stunde Surfen, das ist für mich die beste Art des Meditierens. Danach ist mein Kopf so frei und ich bin einfach viel, viel produktiver im Alltag. Und es macht einfach so Spaß, dieses Zusammenspiel aus Natur und Sport, und das ist einfach heftig. Und ja, das war so ein bisschen für meinen Morgen. Wir haben es jetzt, glaube ich, 7:30 oder so, ich weiß nicht wie genau, schon geduscht und jetzt geht es ans Meditieren. Auch ein wichtiger Part meiner Morgenroutine, gute 10, 20 Minuten. Ich mache gerade oder nutze die Transcendental Meditation. Ich weiß nicht, wenn der Vlog rauskommt, ob auch schon das Video zum Meditieren rauskommt. Es sollte bald rauskommen oder es ist schon, dann könnt ihr euch da nochmal die Arten reinziehen. Jetzt gehe ich hier raus, die Sonne ist super, super hell hier. So, ich zeige euch mal kurz hier den Ausblick. Habe ich irgendwas auf der Kamera geklickt. So, hier setze ich mich gleich rein und dann gibt es hier diesen wunderbaren View. Und ja, das heißt, jetzt geht's ans Meditieren. So, die ersten wichtigsten Sachen sind durch. Morning Routine und das One Thing. Es ist für mich immer ganz, ganz wichtig, eben wirklich routiniert in den Tag zu starten mit so einer Tagesabfolge, die eben ein bisschen vorprogrammiert ist und dann eben auch schon die wichtigste Sache zu erledigen. Jetzt gibt es eine kleine Kaffeepause. Und eine Sache hier, gibt es überall in Afrika so Gates, Alarmanlagen, die man erstmal ausschalten muss, bevor man hier rumlaufen darf. Also Afrika ist ja nicht das sicherste Land, sage ich mal so. Was ich jetzt aber festgestellt habe aus dem ersten guten Monat hier, es ist doch recht sicher. Also unsicher ist es auf gar keinen Fall, aber trotzdem gibt es überall so ein paar Sicherheitssysteme, die man einhalten muss. So, Tür ist zu, jetzt gibt's Kaffee. So, da haben wir den Kaffee und auch der Laptop schon gleich zum Arbeiten. Eine Sache, die noch ganz witzig ist, hier generell in Südafrika, ist ja Linksverkehr. Und als ich das erste Mal hier so einem links fahrenden Auto saß, man sitzt ja auf der rechten Seite und schaltet dann mit links, war das eine komplette Umgewöhnung. Ich glaube, wenn das schon mal jemand von euch gemacht hat, ja, man muss die ersten 1, 2 Tage sich extrem konzentrieren, dass man eben alles richtig macht, weil eigentlich alles ja, spiegelverkehrt ist. Und mittlerweile geht's, ja, es ist eigentlich fast wie das normale Autofahren, wie man es halt gewöhnt ist aus Deutschland. Auf der richtigen Seite, sage ich mal. Aber es war ganz witzig. Und hier in diesem Dorf, Jeffreys Bay, das ist wirklich super klein, da ist es so, dass es keine Ampeln gibt. Es gibt eine einzige Ampel, die ist da hinten beim Supermarkt, wo ich auch eben war. Und sonst gibt es nur Stoppschilder. Bedeutet 4 Stoppschilder. Alle müssen halt eben an dieser Kreuzung stoppen, anhalten. Und ja, dann fährt eben der Erste, der als erstes gestanden hat. Und das klappt hier sehr, sehr gut, weil natürlich auch recht wenig los ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das in so einer Stadt oder einer Großstadt machen würde, dann gibt das einiges an Chaos. Eine Sache, über die ich noch mit euch kurz sprechen wollte, war das Thema Risiko, da wir eben ja auch die Haie hatten. Das finde ich ganz interessant, denn unsere Psychologie trickst uns da so ein bisschen aus. Wir haben Angst vor Haien, wenn wir im Wasser schwimmen, ja? Obwohl das Risiko eigentlich so gering ist, dass man eben mal von so einem Hai angegriffen wird. Und wenn man das so vergleicht, ich glaube, vom Blitz getroffen zu werden, ist doppelt so hoch oder dreifach so hoch. Und es ist einfach krass, sich die Wahrscheinlichkeiten hier mal eben vorzustellen. Das gleiche eben auch mit Fliegen und Autofahren. Beim Autofahren fühlen wir uns viel sicherer, obwohl es viel, viel gefährlicher ist, als eben im Flugzeug mitzufliegen.
fliegen und wir fühlen uns sicherer im Auto. Da gibt es auch da oder da beim World Trade Center, beim Anschlag damals war es auch so. Ganz viele sind eben Auto gefahren, weil sie Angst hatten zu fliegen und die Todesrate, ja, die ist halt eben verdammt hoch gewesen beim Autofahren und einige sind da eben umgekommen, weil sie nicht das Flugzeug genutzt haben und einen risikoreicheren Weg, obwohl sie dachten, dass eben nicht so risikoreich war. Da gibt es ein gutes Buch, das heißt auch Risiko. Das habe ich früher mal gelesen und das zeigt halt eben genau diese psychologischen Schwächen unseres Gehirns hier aus. Und deswegen habe ich auch, sage ich mal, keine Angst, wenn ich hier surfe, wo auch Haie sein können. Klar, die Wahrscheinlichkeit besteht, die ist aber sehr unwahrscheinlich, besonders eben tödlich angegriffen zu werden. Klar, vielleicht sieht man mal einen, was sie auch oft machen, ist einen so anzuditschen. Und man muss eben auf so ein paar Sachen achten. Also man sollte jetzt nicht da in den Ozean rausschwimmen und da mitten rein, sondern man ist ja natürlich auch so, ja, man achtet halt eben auf die Top 10 Regeln, die es da gibt, habe Fliege. Und ja, das noch kurz dazu, jetzt geht's los. Kaffee ist da, MacBook, jetzt wird gearbeitet. So, mittlerweile haben wir es schon 12 Uhr und die erste gute Arbeitssession hier ist vorbei. Ich muss kurz runtergehen, das Tor abschließen, das haben wir vorhin vergessen. Und ja, jetzt geht es gleich nochmal ins Café. Ich gehe meistens immer mittags oder sogar morgens im Café arbeiten. Ich kann mich da einfach wahnsinnig gut fokussieren und konzentrieren. Und es gibt guten Kaffee und man hat was Leckeres zu essen zwischendurch. Deswegen finde ich oder habe ich einfach gemerkt, dass das für mich immer, ja, die perfekte Balance. Das heißt, ich bin eigentlich immer ja, so 50% meiner Zeit dort zum Arbeiten. Kann mich da auch echt gut fokussieren mit den richtigen Kopfhörern. Ich nutze da immer meine Bose-Kopfhörer, meistens. Und ja, heute stehen noch zwei wichtige oder standen schon zwei wichtige Dinge hier auf dem Plan. Nummer 1, Job ausschreiben. Warte, ich mach mal kurz zu hier. So, haben wir das. Genau, Nummer 1, Job ausschreiben. Wir suchen gerade für unser Team wieder Unterstützung. Und da habe ich ja alles ready gemacht. Genau aufgeschrieben, was wir brauchen, wen wir suchen. Den Link dazu sollte jetzt schon 100% fertig sein. Packe ich euch auch mal hier unter das Video. Schaut mal bitte vorbei. Und wenn ihr jemanden kennt oder selber Bock habt, auf die jeweilige Stelle dort mitzuwirken und ja, richtig im geilen Team mit uns zusammenzuarbeiten und richtig was zu lernen und all sowas, dann schaut da vorbei. Und die zweite Sache, da heute Sonntag ist, muss ich wieder einen Schatten hier. Zack. So, da heute Sonntag ist, ist das so ein bisschen Reporting Day. Bedeutet, ich kriege am Sonntag immer von ja, jedem so ein ausführliches Reporting, was die Woche so gelaufen ist in unseren Unternehmen, besonders auch im Amazon-Business. Das heißt ganz genau, wie sind wir vorangekommen, was für Produkte wurden ausgearbeitet und wie ist der einzelne Progress vorangekommen. Im letzten Monatsupdate habe ich darüber, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr geredet und euch genau gezeigt, was für Metriken wir eben genau hier haben. Und diese Metriken werden immer Sonntag ausgewertet und ich schaue dann darüber und überlege mir halt ganz genau, wie können wir jetzt an den einzelnen Stellschrauben noch ja, das Unternehmen weiter voranbringen. Und deswegen setze ich mich im Café auch nur mit meinem Notizbuch heute hin und werde wirklich diese Reportings durchgehen und mir ganz genau anschauen, okay, was sind Dinge, die wir noch verbessern müssen, wo hakt es zurzeit noch und was sind so die wichtigsten Dinge, auf die wir uns eben fokussieren müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Das steht an und heute Abend eventuell noch surfen, wenn die Wellen gut sind oder ein bisschen am Strand rumspazieren gehen oder noch ein Workout machen. Mal schauen, irgendeine Aktivität muss heute noch rein, sonst fühle ich mich nicht gut. Zu viel arbeiten oder zu viel sitzen, besser gesagt, ist ja auch nicht gut. Das heißt, irgendwie muss da noch was gemacht werden. Ich weiß noch nicht was. Und ja, das war es auch eigentlich mit dem Vlog heute schon. Ich meine, ich kann euch jetzt mit ins Café mitnehmen und da noch so ein Timelapse aufnehmen, aber das, ja, macht nicht wirklich Sinn, denke ich. Und es war der erste mal wieder nach einer bisschen längeren Zeit und ich werde das mal öfter machen, euch so ein bisschen in den Alltag mitnehmen. Demnächst auch mit dem Filmer. Also wir werden bald ab und zu immer mal einen richtig coolen Video-Editor und Videographer mithaben auf Reisen, der noch viel bessere Videos filmt als das hier. Also das habe ich jetzt selber gefilmt und geschnitten hier. Beziehungsweise gefilmt, geschnitten nicht. Aber dann ist das nochmal auf einem ganz anderen Level. Das heißt, schaut regelmäßig in den Vlogs vorbei. Und wenn ihr noch Ideen habt, was man so in so einem Vlog noch anders machen kann, was euch interessieren würde, dann natürlich gerne in die Kommentare. Von mir, ciao, ciao und noch einen schönen Tag und wir sehen uns in den nächsten Videos.